Hallo und herzlich willkommen wieder hier auf meinem Channel Hilfe für Opfer von Narzissten. Mein Name ist Artemis Sengstock. Ich arbeite als Coach für Opfer von Narzissten und wir machen hier wie jeden Donnerstag unsere Video-Live-Premiere um 18 Uhr zum Thema narzisstischer Missbrauch. Wie immer sage ich am Anfang, wenn ihr Hilfe und Unterstützung braucht, dann scheut euch nicht, mich anzuschreiben. Ich verlinke euch gerade hier oben rechts. Schaut mal mein Formular. Einfach draufklicken und mir eine Nachricht zukommen lassen. Ihr seid nicht allein. Heute wollen wir über das wichtige Thema reden. Was passiert, wenn Narzissten die Kontrolle verlieren? Und das passiert natürlich immer dann, wenn ihr erkennt, was hier gerade passiert und euch eventuell auch emotional von so einer Person lösen wollt. Und hier geht es tatsächlich nicht nur um Beziehungen, sondern auch ums Elternhaus, um Job und Karriere, um Freundeskreis. Das könnt ihr hier wirklich jetzt auf alle Sparten anwenden. Das musste ich schon sehr oft auch miterfahren, deswegen bin ich hier auch wirklich, kann ich euch gute Tipps geben, was ihr dann machen könnt. Starten wir mal. Also, egal wo ihr jetzt seid, in welchem Umfeld mit einem Narzissten ihr zu tun habt, ihr habt jetzt erkannt, zum Beispiel durch meine Arbeit oder der anderen Aufklärer hier auf YouTube, dass es sich eventuell um narzisstischen Missbrauch handelt. Wie hast du das rausgefunden? Naja, tun wir mal nicht so, als wären Narzissten Lämmer, ne? Euch geht es wahrscheinlich schon länger schlecht. Ihr merkt vielleicht psychosomatische Beschwerden an euch. Ihr könnt nicht mehr richtig schlafen, seid ständig unter Druck, unter Stress. Es gibt dauernd Streit mit diesem Menschen. Und deswegen habt ihr euch auf die Suche gemacht, dieses verrückte Verhalten irgendwie zu erklären. Herzlich willkommen, wenn du jetzt deswegen zum ersten Mal auf meinem Kanal bist. Ja, hier wirst du gut aufgefangen. Hier gibt es eine riesen Community. Schaut mal in den Chat hier. Da schreiben wir jeden Donnerstag miteinander. Das ist mega hilfreich für die Betroffenen. Gell? Und jetzt bist du auf jeden Fall hier und fragst dich, wie sieht das denn aus, wenn ein Narzisst jetzt die Kontrolle verliert? Und zwar, das erste Zeichen, was man so sagen kann, ist, dass der Narzisst natürlich destabilisiert. Und das ist auch emotional der Fall, denn auch wenn du dich emotional nur von diesem Menschen entfernst, weil du vielleicht gemerkt hast, was passiert, das heißt, du ziehst dich zurück, du bist keine gute Zufuhrquelle mehr für diesen Menschen, dann wird er das sofort merken. Die haben da ganz feine Antennen. Ihr wisst, dass gerade unter anderem auch narzisstische Menschen Bindungen und Beziehungen nur eingehen, um sie als Zufuhrquelle zu nutzen. Also nicht wie wir, dass wir sagen, wir lieben jemanden, möchten mit ihm zusammen sein, sondern unter anderem machen das Narzissten auch nur, um da ständig jemanden zu haben, der ihnen sagt, wie toll sie sind, wie wunderbar, wie hübsch, wie perfekt. Und wenn ihr jetzt natürlich die emotionale Aufmerksamkeit anfangt zu entziehen, werden sie das sofort merken. Denn ich sage euch immer, Narzissten sind wie Eimer mit, ja, Löchern unten drin. Also die sind weder in der Lage, sich selbst zu füllen mit dem, was sie brauchen, noch bringt es was, wenn du sie füllst, denn das wird die ganze Zeit unten rauslaufen. Und genau deswegen ist es so erschöpfend für dich, meine Liebe, mein Lieber. Genau deswegen gibst du alles und es ist nie genug. Denn da sagen die Narzissten ja auch, nee, also du bist ja nie für mich da, du tust ja nie irgendwas für mich. Und du stehst dann da und denkst dir, bitte, also die letzten, was weiß ich, 20 Jahre war ich immer für dich da. Nee, die können das gar nicht wertschätzen, denn die fühlen halt immer nur, dass ihre Eimer leer sind. So, du ziehst dich also zurück und dann passiert folgendermaßen. Ihr kennt die ganzen Manipulationsstrategien eines Narzissten. Ich verlinke euch hier nochmal das Video kurz zusammengefasst. Das ist zum Beispiel Silent Treatment, das heißt, nach einem Streit verschwinden sie einfach, ignorieren euch teilweise wochenlang. Total irre. Dann dieses On-Off, sie machen ständig Schluss und kommen dann wieder, tun natürlich auch, als wäre nichts gewesen. Gaslighting, ha? Sie erzählen euch irgendwelche Sachen, die nie passiert sind, wo ihr dabei wart, wo ihr genau wisst, wie ist es gelaufen und trotzdem erzählen sie euch einen vom Pferd. All diese Manipulationstechniken kamen vielleicht vorher nur ab und zu vor. Aber jetzt, wo ihr euch emotional entfernt und vielleicht ein neues, stabileres Umfeld aufbaut, werden sie genau diese Taktiken jeden Tag rund um die Uhr einsetzen. Das musste ich selbst erfahren in meiner Beziehung, als ich vor ein paar Jahren ein neues Studium angefangen hatte, um da mal reinzuschnuppern. Ne? Und da musste ich vorher einen Hebräischkurs machen. Ja, Althebräisch, ganz spaßig, ja. Und da musste ich halt wirklich jeden Tag aus dem Haus, bevor die Uni losging, um diesen Kurs zu absolvieren.
Und siehe da, ich wurde immer unabhängiger, ich kam wieder in meine Kraft, weil ich dadurch eben auch neue Menschen kennenlernte. Es war großartig. Und was erwartete mich zu Hause? Ratet mal. Jeden Tag Drama und jeden Tag ein neues Drama. Die sind ja da wirklich unausschöpflich in ihren Ideen, gell? Und die können ja auch aus dem kleinsten Ding einen riesen Elefanten machen. So sah ich mich dann jede Nacht, bis 4 Uhr morgens vor der Tür des Badezimmerkauerns, weil mein Partner sich da eingeschlossen hatte und mal wieder trompetenlaut verkündete, jetzt beende ich die Beziehung für immer. Jetzt ist's vorbei. Ich bin ja auch schon ewig unglücklich, ne? Also, und man kauft es denen ja jedes Mal ab. Man denkt jedes Mal, jetzt ist es ganz furchtbar, jetzt muss ich hier was tun. Das heißt, du wirst alles tun, wirklich, du wirst knien und betteln und bitten und ganz furchtbar, damit dieser Mensch bei dir bleibt. Und natürlich erbarmt er sich dann jedes Mal am Ende. Ist ja klar, ne? Wenn du nur genug bettelst, kriegen sie ja wieder die Zufuhr, die du ihnen vorher entzogen hast. Denk mal drüber nach. Hat mit Liebe nichts zu tun. Du hast nur wieder ihre Eimer gefüllt. Für einen kurzen Moment. Ja. Und ich musste damals wirklich durch diese Dramen, die sich dann über 4 Wochen zogen, diesen Studiengang wieder abbrechen. Heute ist alles gut. Ich habe meine Berufung durch Gott gefunden. Alles gut. Da braucht man nicht traurig sein. Ja, aber man probiert sich ja im Leben auch mal aus. Aber Leute, das war echt nicht lustig. Also, und da hat man wirklich gemerkt, was passiert, wenn man, ja, wenn man sich abkoppelt, wenn man versucht, ein eigenes Leben neben dem Narzissten zu führen. Und das wirst du auch jedes Mal rausfinden, wenn du anfängst, dich ein bisschen abzukapseln. Denn Narzissten wollen dich ganz. Du gehörst denen, du bist ihr Eigentum. Und wehe, du fängst an, dich abzukapseln, dann geht der Terror los. Und das ist jedes Mal so. Das habe ich mehrmals erlebt. Auch in meiner Ausbildung damals, die ich auch erfolgreich abgeschlossen habe, war ich ein halbes Jahr im Ausland, Praktikum machen. Was glaubt ihr, was es da für Dramen gab? Ich kann es euch gar nicht erzählen. Ganz, ganz furchtbar, meine Lieben. Also, und das muss nicht mal, ne? Wir Menschen, wir streben eben nach mehr, nach, ja. Dass wir was Neues anfangen, dass wir wieder auf die Beine kommen, dass wir eben nicht abhängig von einem Menschen sind. Und ihr werdet halt merken, jedes Mal, wenn ihr das macht, wird der Terror losgehen. So, sagen wir mal, ihr gebt jetzt nicht nach. So war es bei mir am Ende auch, ich habe nicht mehr nachgegeben. Und ja, der Terror wird natürlich immer schlimmer, aber du kapselst dich emotional ab, hast genug Stärke, hast dein Umfeld und organisierst dir vielleicht eine neue Wohnung, hast einen neuen Job, alles ist gut, ne? Was passiert dann? Dann kommt die Trennung. Meistens kommt es dann zu Trennung. Und das kann jetzt auch sein, dass es eine Freundin ist oder ein Kollege oder in deiner Familie, dass du irgendwann sagst, ich habe hier echt die Faxen dicke, ich hau jetzt ab hier. So. Und was wird dann passieren? Das wird ganz lustig, weil dann ist der Narzisst vollkommen am Durchknallen und wird alle Knöpfe drücken, die er findet. Und das ist teilweise absurd, was ich da auch am Telefon jeden Tag als Coach mitkriege von euch. Ja, da ist zum Beispiel in der einen Minute weint er am Telefon und sagt, ihr seid die absolute Traumfrau, bitte kommt zurück, er hat sich geändert. Und wenn ihr dann sagt nein, dann verwandelt sich dieses, du bist meine Traumfrau, für dich würde ich alles würde ich für dich tun, verwandelt sich das in sehr viele Schimpfwörter und ich war ja eh nie glücklich mit dir und gut, dass ich jetzt Single bin, jetzt kann ich mir wen Gescheiten suchen und ja, passt du bloß auf, wenn du nachts vor die Tür gehst. Und du sitzt dann da und denkst dir so, okay, wow, das muss ja eine große Liebe sein, wenn die innerhalb von 3 Sekunden so kippen kann. Leute, das ist natürlich total krank, aber das nennt sich Hoovering. Hoovering. Schaut mal hier oben rechts das Video. Da geht es darum, dass der Narzisst euch zurückbekommen will. Und jetzt nicht verwechseln. Ganz viele Videos hier auf YouTube, da erzählen sie euch, das würde nur gut laufen. Blümchen. Versprechungen, Urlaube, alles, was ihr immer wolltet. Versteht mich nicht falsch, ist so, kann so sein. Aber die Realität sieht anders aus, denn wenn du dann stark bleibst und auf dieses Hoovering nicht anspringst, dann kommt das negative Hoovering. Und natürlich gibt es das, Leute. Ich könnte euch Bücher schreiben. Ich weiß, ihr kommt da und man sagt, Arti, jetzt schreibt doch mal ein Buch. Ja, Leute, wann denn? Ich habe keine Zeit, ein Buch zu schreiben. Irgendwann vielleicht mal. Ey, Leute, aber ich habe echt null Zeit. Ich bin so ausgelastet mit euch, meine Lieben, meine Coachings. Da ist momentan gar kein Raum mehr für. Aber was ist negatives Hoovering, Leute? Und da kommen wir jetzt natürlich zum lustigen Teil, ironisch gemeint. Dann fangen sie an, euch zu drohen. Ne? Also die Zufuhr wird gekappt. Sie versuchen sich die Zufuhr wiederzuholen durch Nettigkeiten. Das heißt, sie legen eine neue Maske auf.
Du erwiderst das aber nicht und sagst, nee, tut mir leid, es ist so viel Mist gelaufen, ich trenne mich jetzt. Dann wird die Maske des Zorns und Hasses aufgesetzt. Und dann werden die zu eurem schlimmsten Feind. So was habt ihr in eurem Lebtag? Doch, Moment, stimmt, ich rede ja hier zu Überlebenden. Ihr habt das ja alle durch, genau wie ich, ne? Dann wird eine Maske des Zorns und Hasses aufgesetzt. Das könnt ihr euch kaum vorstellen. Ey, dann wird gedroht, dann wird gemobbt, dann wird öffentlich degradiert, da wird diskriminiert, wollte ich sagen. Da wird alles ausgepackt, was irgendwie ein Makel an euch ist, wird verdreht, zu einem Elefanten gemacht und in die Öffentlichkeit herausgetragen. Und da wird auch verdreht, was das Zeug hält. Die Lügen in einer Tour. Wusstet ihr, dass Narzissten auf drei verschiedene Arten und Weisen lügen? Hier oben das Video. Leute, guckt es euch an. Ganz wichtiges Wissen. Es ist wichtig, dass ihr euch dieses Wissen aneignet. Ja? Also. Dann geht wirklich dieses negative Hovering los. Es kann auch eine Mikromanipulation stattfinden, dass so SMS kommen wie, ich hasse dich, du blöde Piep. Ja, wir piepen mir ein paar Sachen raus. Übrigens, ich habe morgen einen MRT-Termin. Ich habe richtig Angst. Ich weiß nicht, was das ist. Solche Hiobsbotschaften, natürlich nur angedeutet. Es wird nicht mal ansatzweise erzählt, worum es geht. Du sollst nämlich reagieren, denn meine Lieben, der Narzisst verhungert. Der Narzisst verhungert. Der hat keine Zufuhr mehr. Keinen, der seine Spielchen mit ihm spielt, der sich weiter mit ihm im Kreis drehen will. Gibt's nicht mehr. Und jetzt muss er alles tun, um irgendwie eine Reaktion von euch zu kriegen. Alles, alles. Und da werden Gehirntumoren erfunden, Krankenhausaufenthalte, alles. Mitleidsschiene, Liebesschiene, Hassschiene. Diese drei Schienen werden am laufenden Band im Kreis immer wieder bedient. Immer wieder. Immer wieder. Und bitte, bitte fallt nicht drauf rein. Und hier möchte ich auch noch mal kurz erwähnen, was die stärkste Waffe gegen Narzissten ist. Oben rechts das Video. Klickt es euch mal an nach dem Video hier. Ihr werdet euch wundern und das wird euer Leben verändern, glaubt mir das. Ne? Also, aber dann drehen die vollkommen frei und dann machen die Anwälte Anzeigen. Die ziehen deinen Ruf in den Dreck, die verbreiten andauernd Lügen in deinem Umfeld, spielen da das Opfer. Mann, oh Mann, ich kenne Frauen, die haben ihr ganzes Umfeld verloren, weil der Mann so gut Opferlein spielen konnte am Ende der Beziehung. Ganz furchtbar. Wisst ihr, warum Narzissten das Opfer spielen? Wenn nicht, dann hier oben rechts nochmal für euch alle. Ich weiß, es ist nur ein Video, meine Lieben, für alle, die hier neu sind, aber es ist eine Ballung an Wissen und da dürft ihr euch jetzt mal informieren. Guckt euch die Videos ruhig mal an. Ich verlinke euch die auch noch hier unten in der Videobeschreibung. Dann könnt ihr euch nachher in Ruhe die alle mal angucken, wenn ihr sie noch nicht kennt. Ne? Ja, und die Schmierenkampagne ist dann das, was wirklich, also das nennt sich Schmierenkampagne, was sie dann eben machen, dieses mit Dreck um sich werfen, euren Ruf vernichten wollen, euch ständig vor Gericht zerren, gerne auch wegen der Kinder beim Jugendamt Theater machen, erzählen, ihr hättet ein Alkoholproblem oder so. Also da wird nichts ausgelassen, euch zu vernichten. Und Leute, dann drehen die sich 24/7 um euer Leben. Die stalken jede Nachricht, die stalken, also manche stalken auch dann eure Accounts. Also ich sage euch ganz ehrlich, wenn ihr nicht gerade Aufklärer für narzisstischen Missbrauch seid, dann macht bitte alle Social-Media-Kanäle dicht. So, ich meine, ich lebe damit, ja, ich habe auch meine Stalker, aber wichtig ist dann eben, dass man sowas ignorieren lernt. Und ich weiß, das ist super schwierig, ja. Es ist eben wichtig, das Rechtliche verfolgen zu lassen, wenn es rechtlich relevant wird. Und das ist dann spätestens da, wenn euer Ruf zerstört wird, in den Dreck gezogen wird, gelogen wird, irgendwelche Stories erfunden werden. Natürlich müsst ihr dann zum Anwalt gehen und das ist okay. Aber ansonsten haben wir jetzt verstanden, Narzissten machen das alles nur, weil sie verhungern. Die brauchen Zufuhr. Die sind wie verhungernde Vampire. So, was lernen wir daraus? Nicht reagieren. Niemals persönlich auf irgendwas reagieren. Und ja, liebe Mütter mit Kindern, das geht auch mit Kindern. Meldet euch bei mir, wenn ihr da Hilfe braucht. Ich begleite ganz viele Mütter. Ihr dürft niemals reagieren. Jetzt sagt ihr, Ati, was, wenn der Job ist? Ja. Was ist wichtiger, ein Job oder dein Seelenfrieden? Denn ich sag dir eins, im Job wird es nicht aufhören. Wenn die sich nicht verkrümeln irgendwann, dann wird es nicht aufhören. Geh nach deinem Seelenfrieden. Nichts ist wichtiger als dein Seelenfrieden.
Punkt. Da diskutiere ich auch nicht. Und da ist kein Job es wert, jahrelang gemobbt zu werden. Und wie gesagt, die stalken euch, die mobben euch über Jahre und meinen auch noch, sie wären im Recht. Denn sie meinen ja wirklich, sie sind die Opfer und ihr müsst einfach ja, aus dem Weg geräumt werden. So ist das jetzt nun mal. Vorher haben sie euch behauptet zu lieben, jetzt sollt ihr aus dem Weg geräumt werden. Tada, Narzisst hat komplett die Kontrolle verloren. Ja, und was ist für euch da der einzige Weg? No contact. No contact. Gar kein Kontakt mehr. Auch mit Kindern kann man das einschränken auf ein gesundes Maß. Denn auch da versuchen sie dich natürlich weiter zu manipulieren, in der Hand zu behalten, sich ständig bei euch zu melden. Ich habe da von einem Vater gehört, der hat irgendwie 10-mal am Tag angerufen und die Mutter war so nett und hat dann immer wieder abgehoben. Hat natürlich überhaupt nichts mit dem Kind mehr zu tun. Das ist einfach nur noch Kontrolle. Das sind Kontrollfreaks. Und der hat sich da seine Zufuhr weiter drüber gezogen. Tja, jetzt nicht mehr. Ne? Also, das ist total wichtig, dass ihr versteht, dass all das, dieser Kontrollverlust, den die da haben, wenn ihr euch löst, dass es einfach nur die Zufuhr fehlt. Wenn die bösartig sind, nee, ist es nichts Persönliches. Es war nie was Persönliches. Die kennen euch überhaupt nicht. Die interessieren sich gar, die haben sich nie genug für euch interessiert, um euch überhaupt zu kennen. Ihr wart eine Zufuhrquelle. Ihr wart eine gute Zufuhrquelle. Und das hat ihnen gefallen. Und das fanden sie schön. Und jetzt habt ihr gefälligst wieder Zufuhrquelle zu sein und so zu reagieren, wie sie das wollen. Und wehe, ihr tut es nicht. Und ich sag euch, Leute, egal wie schlimm es ist, man kann damit leben. No contact, neues Leben anfangen. Vier Stuhlbeine aufstellen, sage ich immer, ne, dass ihr eure Stuhlbeine irgendwann wieder zusammen habt, ne? Eigenes Leben aufbauen, bestehend aus Freunden, aus Hobbys, aus Job. Und dann vielleicht noch ein Sahnehäubchen, ein Partner. Aber ein Partner ist, meine Lieben, nur ein Sahnehäubchen und kein Lebensinhalt. Stellt euch niemals auf einen Balken, der Partner heißt, weil wenn der wegfällt, dann bricht alles zusammen. Also, ihr habt jetzt gelernt, wenn Narzissten Schmierenkampagnen machen, euch stalken, euch mobben, dann ist das nie was Persönliches. Es geht immer im Endeffekt darum, dass sie kleine Kinder sind, die nicht in der Lage sind, sich selber mit ja, guten Dingen zu versorgen, die sie brauchen, sondern sie brauchen es immer im Außen. Sie wollen es von dir, denn du warst ja jahrelang eine zuverlässige Quelle. Also versuchen sie dich natürlich jetzt wieder anzuzapfen, denn eine neue Quelle suchen ist echt anstrengend. Und vor allem auch eine Quelle, die bleibt. Klar. Find mal einen neuen Blöden, der das alles mitmacht. Versteht ihr? Und das Wissen ist Macht in dem Fall. Ihr müsst es kapieren, um auf No Contact zu gehen. Weil sonst denkt ihr immer, oh, der liebt mich noch. Oh, der ist so traurig. Nee, der will Zufuhr. Der will eure Zufuhr. Das ist alles. Das ist im Grunde wie ein Jäger, der zu faul ist zum Jagen. Und im Grunde immer dahin zurückgeht, wo du bist. Weil er dich leicht erlegen konnte immer. Lasst euch nicht mehr jagen. Ihr seid besser als das. Ihr verdient mehr als nur Zufuhr von irgendwem zu sein. Und nein, ich spreche weder für alle Narzissten noch für alle psychisch Kranken, ja, sondern nur von malignen Narzissten und Psychopathen. Alles klar? Ganz wichtig. Ganz wichtig. Und das sind ja auch hier alles nur eigene Erfahrungen und Erfahrungen von euch, meine Lieben. Hey, wir sind ja eine Community. Wir teilen unsere Erfahrungen miteinander, gell? So viel zu heute, meine Lieben. Ich hoffe, ihr konntet wieder einiges mitnehmen. Jetzt sage ich immer wie immer, genau. Bedient den YouTube-Algorithmus, helft dem Video dabei, sich zu verbreiten. Das schafft ihr, indem ihr zum Beispiel einen Daumen hoch gebt, wenn euch das Video was gebracht hat. Schaut mal da. Ihr könnt einen Daumen hoch geben. Macht einfach mal. Da würde ich mich freuen. Dann kommentiert hier fleißig in die Kommentare, was ihr erlebt habt. Wie war es bei euch, als der Narzisst die Kontrolle verloren habt? Wie habt ihr es rausgeschafft? Was waren eure besten Tipps? Helft hier anderen Leute. Nur weil ich hier sitze, heißt es nicht, dass ich eine One-Man-Show bin. Wir sind hier eine Community. Also helft anderen und brecht euer Schweigen. Und teilen, teilen, teilen. Teilt das Video mit ein bis drei Freunden, Betroffenen, vielleicht auch Leuten, wo ihr wisst, die brauchen das gerade. Die verstehen es nämlich noch nicht. Zack, und dann bedient ihr den YouTube-Algorithmus und das Video teilt sich automatisch mit ganz vielen Leuten. Ich drücke euch ganz feste und wir sehen uns nächsten Donnerstag um 18 Uhr wieder. Macht's gut!